Willkommen zurück zu Risen 3 Folge, keine Ahnung, 27 oder so. Kann sein. Mach. Ja, ja, setz dich wieder hin. Alles ist gechillt. Nimm den Silberteil oder machen. Dann könntest du das Buch vor seiner Nase wegschnappen. Aber nimm das. Tag ist hier zu stehlen. Hey! Scheiße. Wie hat er das gesehen? Naja, jetzt hinten auch. Wow, das will ich können. Entschuldigung. Gut, bei dem bestimme ich nicht. Wir haben schon 36 Sekunden aufgenommen. Hat sich ja ausgezahlt. Ich sage, er kommt nicht ein. Ich will nur gucken, okay. Er hat altes Wissen. Okay, schauen wir mal. Hast du keine Angst, dass jemand die Bücher hier stehlen könnte? Nein. Zwischen all den Trunkenbolden gibt es nur wenige, die des Lesens mächtig sind. Also wird ihr Interesse an unseren Pergamenten wohl eher nachrangig sein. Das Schlimmste, was uns Magiern passieren könnte, wäre der Verlust der Kristalle. Aber auch da haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Ja. Welche Vorkehrungen gegen Diebe habt ihr getroffen? Die einfachsten Mittel sind zugleich die effektivsten. Nimm mich zum Beispiel. Ich verstaue meine Wertsachen stets in meiner eigenen Truhe. Und weil natürlich jeder Dieb den Schlüssel bei mir suchen würde, habe ich ihn Zaki übereignet. Du siehst, ein absolut sicheres System. Ja, 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 in your dreams. Bring mir etwas. Ja, aber wir sind Dieb und Magier, Mann. Sehen, was du schon kannst. Sprüche herstellen. Das wird zu wenig Gold. Wie der immer so, das sieht so aus, als würde jemand im Takt fetten. Wir müssen dann so. Auf jeden Fall noch mit Saki. Oh. Wie geht's denn bitte noch da? Auf jeden Fall kann man hier alles stehen. Das ist so klar. Wollen die mich? Really? Really? Und dann noch so viele. Oh, wie es bei jeder neben Grafikbug hat. Ja. Really? Ich glaube, die bringen ja alle nur einen Gold oder zwei, gell? Ja. Aber hey, so kann man auch Gold bekommen. Really? Krug und Krug. Und wir sind Becher und Lelle auch noch mitnehmen, schade. Trug. Richtig für mich. Wie nennst du sich jenseits, gell? So, ja, yeah, so, yeah! Wissen wir, der Babo ist. Ja, yeah, ich bin Babo, ich will den Babo! Ja. Speichern, immer speichern, 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 speichern. Ah, da gibt's auch wieder so viel. Nein, nicht so viel. Tisch wenigstens, hallo. Kannst du nicht auf dem Tisch? Ja, auch. Ah, doch. Aber über den Hocker drüber packen. So. Wie ho, wie hero. Okay. Wie hier oben sich nobody. Ja. Geil, wie er sich mit dem Becher hinhuckt. Das ist wieder ein Bonuspunkt. Kein Trinktag. Keine Animation. Nein, ich glaube nicht. Schade, das finde ich geil. Wenn zwei Leute beim Tisch sitzen und du kannst dich so dazu sitzen und saufst damit. Wäre geil gemacht. Aber ja. Das geht schon wieder mal in die richtige Richtung. Oh, kompliziertes Schloss. Ist das ein Trampolin? Nee, das obwohl wir eh schon zu viel drauf. Halt! In den Privatgemächern von Meister Lumbrock hast du nichts zu suchen. Ist das so? Ja. Und meine Anweisungen waren sehr deutlich. Niemandem ist Zutritt zu gewähren und daran werde ich mich halten. Ja, ja, ja. Ich durchwärme dir. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Meister Lumbrock hat mich beauftragt, ein Buch zu holen. Ach so, stimmt. Ach, hat er das? Nun, zufälligerweise ja, sind mir die Bücher in seinen Gemächern bekannt. Dann nenn mir mal den Titel. Wollen mal sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Transzendenz. Es war auf jeden Fall Transzendenz. Metaphysische Transzendenz. Muss es sein. Metaphysische Transzendenz. Hm. Das Buch liegt tatsächlich hier. Gut, du darfst passieren. Transzendenz, geiler aber denk dran. Nur so das Buch, aber sonst nichts. Hoffentlich geht er nicht mit rein, weil sonst kick ich sein. Können wir rauf? Kannst du gehen? Ja, tatsächlich. Really interesting. Ja, die Kameraführung ist hier genial. Jetzt ist er von der Hälfte. Was ist los? Ach, ich hätte schon geglaubt, was? Ja. Was hat's hier auf sich mit diesem Raum? Lass dem. Stillen, still.
Was bringt das? Bewegungsdauer, scheiße. Nein, das ist schon Kristall. Schön, ey. Weißt du, wenn die Macht des Buches können Menschen nicht widerstehen. Einfluss plus 5. Die Leisten, das, die Leisten versprechen. Ja, Ach, jetzt haben wir das Spiel. Warte. Das können, haben wir da nicht noch die Armbrüche geschafft. Niklas, was ist das? 5 mal ist es Gestall, mal ab. Wie viel Gestall haben wir eigentlich? 31. Okay. Oh. Wir sind Fika. Fikaritis. Tschüss, Sigowski. Das war das. Oh, da ist er ja gleich. Nee. Aber ich kann mich ja zusetzen. Ja. Nee, warte. Reden wir mal mit Saki. Ich bin Bossi. Ja. Ja, ihr habt Dienst. Ja, so schaut's aus. So sehe ich mich, da setze ich mich dann hin. So, jetzt gehen wir mal zum Gnome Zage, Maria noch nicht. So machen sie ja. Ja, alle da raufgehen, dann kann ich ja unten dann alles plündern. Achso, ja. Ich denke, ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Ich hab mir letztes Mal keinen Film benutzt. Wie wir so fast schon 10 Folgen im Magierlager sind, gell? Lassen Sie mal machen, ich bin gut. Lass mich mal machen. Ich bin gut. Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben... Was wäre dann? Die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn du dorthin gehst. Geile Danke Mann. Für den Hinweis. Wegen der Monolithen nochmal. Wie viele Monolithensteine werden benötigt? 3 Steine für 3 Blitzmonoliths. 2 von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen hat unser alter Bekannter die Fuego von uns erhalten. Das heißt, wir brauchen nur noch hier suchen. Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Warte, haben wir nicht dann Kasim getroffen? Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann, Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Ah, ja, wir kennen ihn schon. Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie Di Fuego zu schaffen? Er ist schon tot. Wir waren einst... Nun, wie soll ich sagen? Ich nenne es mal Geschäftspartner. Das ist schon lange her, musst du wissen. Was ist passiert? Nun, er unterstützte unsere Forschungen. Im Gegenzug lieferten wir ihm alle für uns wertlosen Kristalle und Bodenschätze, die wir aus den Minen um Caldera holten. Das lief auch eine ganze Zeit sehr gut. Bis zum Tag der Verbannung aller Magier aus Caldera. Wir hatten gerade noch genug Zeit, unsere Haut zu retten. Am Ende hatten wir 2 Monolithensteine aus dem Chaos retten können. Der dritte blieb zurück. Ich denke, die Inquisitionssoldaten haben ihm die Fuego gegeben. Ja, war das nur war ein kurzer Cut. Das war kein Cut. Achso, ja, stimmt. Nee, ich bin nur schnell zum Mackie gefahren, haben wir was vom Mackie geholt und ja, das ist schön, ja. Das kann ich dann später essen. So, wegen den Monolithen nochmal dabei, bitte. Ja, mit Kadetten Horas. Ja, das war mal. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Nee, dann nimmst du diesen Monolithenstein weg. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Ist es und der Stein? Den Monolithenstein. Ist eigentlich der Einzige, der gerade froh darüber war, dass Horas zurückkommt. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich hoffe, das darf ich dann eh machen. Ich wusste doch, dass der alte Di Fuego den Stein noch hatte. Können wir den dann näher einsetzen? Wie geht es dem alten Statthalter Di Fuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo war ich? Ich weiß, wo der Knurrkasen ist. Ich weiß nicht, wollen wir verraten? Ja, oder? Ja, doch. Ich weiß, wo der Gnom Kasim ist. Ich habe mit ihm gesprochen. Wirklich? Wo ist er? Er läuft hier im Lager herum. Wirklich?
Ich kann diese kleinen Kerle aber auch nicht auseinanderhalten. Aber Moment mal, wie? Er sollte doch die Steine in die... Kasim behauptet, er hätte die Steine nicht mehr. Dieser kleine, miese Lügner. Ach, was soll ich mich aufregen? Es ist eben nur ein Gnom. Und weil er ein Gnom ist, hat er seine Schätze irgendwo versteckt. Alles, was man tun müsste, ist, ihm zu erzählen, dass jemand seinen Schatz gefunden hat. Dann wirst du sehen, wie schnell er losläuft, um nachzuschauen, ob das auch stimmt. Kann man verfolgen, logisch. Er wird doch nicht einfach so zu seinem Schatz laufen. Da könnte ich ihm ja einfach folgen. Wenn du ihm folgst, darfst du dich halt nicht erwischen lassen. Ganz einfach. Wir werden sehen. Vielleicht müssen wir das mit den Monolithensteinen machen und dann können wir mit den stärksten Magier reden. Weil ich will unbedingt... Wir könnten ihm auch per Papageienflug folgen. Fällt mir gerade so auf. So, Fasche raus. Ich würde sagen, reden mit Zack hier oder mit Kamis, Kasim. Jetzt alle, wirklich alle da draußen sitzen. Ja. Wo ist Zack hier? Ist das der? Nee, Jafar. Das ist Jafar. Einer davon ist sicher Kasim. Ja. Oh. Der Magier Erasmus braucht die Monolithensteine für seinen Reaktor. Kasim, nix Steine. Du lügst doch. Du hast sie doch bestimmt irgendwo versteckt. Gaga, Homie. Nix mache Versteck. Kasim, ehrliche Gnom. Na schön. Dann hole ich mir die Steine eben selbst. Wie das? Du nix wisse, wo Steine. Glaubst du? Ich habe vorhin ein paar Gnome mit deinen Monolithensteinen spielen sehen. Oh nein. Ich meine, mich nicht interessieren. Na klar. Möchte ich wetten. Homie, jetzt geh. Kasim hat zu tun. So, mal sehen, ob der Kleine angebissen hat. Ja, da. Ich muss ihm jetzt nur noch folgen, wenn er losgeht und dafür sorgen, dass er mich nicht erwischt. Ist er das überhaupt? Die sehen aber auch wirklich alle gleich aus. Tuslova? Tuslova. Wir könnten auch einfach Papageienflug verwenden. Fällt mir gerade so auf. Versteck mich in den Busch. Komm nicht einmal hoch da. Er ist zu schnell, was? Kann ich einmal um den Block laufen? Mit dem einmal reden und weiter. Er sieht mich nicht. Was gibt's zu essen? Was gibt's zum Essen? Wein nicht, frag Agila. Wir brauchen einen Acid Jump. Also, ja. Hallo! Und wir so, nope, ich nichts. Geht der da die Treppen rauf? Tatsache. Dann waren wir jetzt also noch nicht drin. War das nicht irgendwie klar? Wenn weniger. Klettert er wieder hoch, aber. What? Warum geht er nicht unten? Du wagst es hier zu stehlen! Bin weg. Na, also jetzt nicht mehr laden. Kämpft er wirklich mit denen? Oh. Nur weil ich was stehle, komm! Das wird rausgekartet, oder? Obwohl du nicht. Das war so kurz. Geh einfach nicht durch. Ich glaube, das soll einen nur verleiten, durchzugehen. Wels. Kennen wir Wels? Ja, oder? Egal. Ich sehe sich in einem uninteressanten Spacken. Nee, mit ihm. Ah. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Kann nicht mit uns reden. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Ah, okay. Und weiterverfolgen. Ernsthaft? So gut versteckt. Wow. Ah, komm, Junge. Homie, nix folgen, Kasim. Kasim, jetzt gehen wieder nach Hause. Nix da. Das könnte dir so passen. Ich hab dich erwischt. Da ist also dein Versteck. Ah, Kaka. Du von mir aus plündere Truhe. Nur nix Schlage, Kasim. Ich gehe auch schnell nach Hause. Versteckte Truhe. Hatten wir auch einmal ein Ding? Jetzt haben wir alle Monolithensteine. Ja. Yabidabidabidu. Nix mehr blabla. Nix mehr blabla. Soll ich mich in Ruhe mit dem Orgasmus sprechen?
Bildet mal von Effigy! Bildet mal von Effigy! Bildet mal! Das ist nicht die Forest. 103. Wir haben 103 Schüsse. Haben wir 103 fucking Schüsse? Keine Ahnung. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha! Das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Das werden wir wollen in der nächsten Eile Folge. Eile ist geboten, junger Mann. Ja. Ich bin da gerade angekommen, bin nicht gestorben. Ich wollte nur noch mal herunter, weil das einfach so geil ist. Hat er echt noch irgendwas zu sagen oder so? Nö. Was ist das Nummer? Ah, oh, dieses 7. Können wir nicht gerade leveln? 66. Oh, haben wir. Ist das List oder nein? Einfluss oder was? Einfluss. Wir brauchen mal. Wir haben bisschen mehr. Müssen wir 60. Nein, jetzt haben wir 67. Haben wir irgendwie einen Gegenstand gefunden? Pozocco. Einfluss plus 5. Geil. So viel Shit, weißt du? Ja. Tada, was haben wir denn jetzt? Aha. 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 Tada, ist grad. Aha. Ja. Wir haben einen Hafen, die wir noch nicht gemacht. Stimmt. Geil, gerade Tada, ist wieder mal. Tada, gibt's noch neue viel. Verbündete. Minenbericht. Manchmal möchte ich, dass ich... Ja, okay, dann müssen wir das nochmal machen. Das stimmt, warte, warum mache ich immer das nicht einfach auf der fucking Karte? Geht das? Jo. Da kommen wir am schnellsten hin, wenn wir schnell zurück... Eigentlich können wir da hingehen und dann da schnell hin teleportieren. Ja. Okay, also ich gehe noch aus dieser Hülle raus und dann springen wir da. Dann wird da gerade. Dann werden wir in den nächsten ein, zwei Folgen die Minen machen und dann sind wir auch schon Magier. Ich freue mich. Ich freue mich schon darauf, und dann zu sehen, tun wir die ganze Insel dann tun wir die ganze Insel ausrotten. Jo. Da freue ich mich auch. Ach, scheiß auf Schleichen. Typen wie dich will ich nicht. Geil, dass hier unten jetzt die Pfeile auch sind. Jo. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Auch wenn ich die Karte in Gebäuden nicht mag. Ja, mag ich auch nicht, aber... Ja, was soll man machen? Diesmal spiele ich nicht wieder darunter. So. So, stellen wir uns von Magnus Deppert hin. Ne, wir stellen uns episch zu Magnus. Stellst du dich bitte episch zu Magnus? Ja. Wie so eine Anschau. Wie sich mal anschauen. Ja, ich kann schon hin. Willst du mein Mann der werden? Der Antrag. Willst du mein Mann werden? Ja, und dann zeig ich mal schon mal Tschüssikowski. Dame. Dame. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben.